So, Leute. Ich habe letztens irgendein Video gesehen, keine Ahnung, was das für ein Video war, habe ich schon vergessen. Aber ich habe mir gemerkt, da wurde irgendwie Hannah Arendt zitiert und im Wesentlichen wurde gesagt, dass sie stolz ist. Also auch im hohen Alter war sie noch stolz darauf, dass ihr niemand ihre Naivität geraubt hat. Was sie damit meinte, war, dass sie immer noch Hoffnung hat, dass die Menschheit noch es zu was bringen kann. Und da ich natürlich auch immer sehr pessimistisch bin und ich lasse mir dies auch nicht rauben und ich bin auch immer noch der Meinung, dass es riesige Kollapse und Umstürze und humanitäre Katastrophen in Zukunft geben wird, noch viel größer als die, die wir bis jetzt schon kennen. Egal, trotzdem muss ich sozusagen wenigstens klar machen, dass es designtechnisch eine Lösung gibt, ne? Und dass es sozusagen Hoffnung gibt auf der menschlichen Ebene, unsere Probleme auf der Designebene und in der Theorie zu lösen. Und das ist ja das, was man braucht, um sozusagen in der Zukunft irgendwie mal was zu machen. Man braucht ein Ziel. So, und ich fange an. Ich habe mal ein Paper rausgesucht, da wird ein Sozialexperiment beschrieben und das ist ziemlich interessant. Und zwar, es geht irgendwie so, dass mehrere Runden, irgendwie 7 Runden, Gefangenendilemma gespielt werden. Und man hat 2 Kontrollgruppen. Die eine Gruppe von Leuten, die spielen. Also beide Gruppen spielen dasselbe Spiel, und zwar dieses Gefangenen-Dilemma-Spiel. Und falls ihr nicht wisst, was das ist, zieht es euch auf YouTube rein oder zieht euch den Wiki-Artikel dazu rein. Jedenfalls, die eine Gruppe, da heißt das Spiel Community Game. Also Spiel für die Gemeinschaft sozusagen, ein Gemeinschaftsspiel in der Gemeinschaft, sagen wir mal die Dorfgemeinschaft oder so. Und die andere, die nennt das, da heißt das Spiel Wall Street Game, also im Prinzip Kapitalisten, ja. Das sind einfach nur Framings, die Folgendes machen. Jetzt spielen diese beiden Kontrollgruppen dasselbe Spiel und es stellt sich heraus, dass in dem Community Game 70% der Leute auf also auf Gemeinschaft gehen, also auf Win für alle. Also im Gefangenen-Dilemma hat man immer die Wahl, ich selber für alle, gegen alle anderen und ich ziehe den meisten Profit oder ich investiere in das Risiko, aber für den Win für alle. Und wenn alle das machen, dann gewinnen auch alle damit mehr. Und beim Wall Street Game ist es jetzt so, das ist dasselbe Spiel. Es heißt nur Wall Street Game und da sind nur 30%, die auf Win für alle gehen. Und das ist interessant, ne? Weil die Schlussfolgerung daraus erstmal ist, man hat selbst bei dem Community Game 30% Arschlöcher, ne? Die sagen, ist mich doch egal, ich scheiße auf alle anderen, ich will den Profit für mich selber haben und verrate alle anderen. Und was es aber auch zeigt, ist, dass sozusagen viele durch Framing, ja, also von 30 auf 70%, das ist ja nur Framing, wegen den großen Kontrollgruppen, darauf zu trimmen sind, dass man auf einmal auf Solidarität geht. Einfach nur, weil das Spiel anders heißt, ja, das ist Framing. Und jetzt ist es so, man muss sich überlegen, die 30% der Assis, die also immer auf Egoismus setzen und immer Ellbogen machen, ja, das sind natürlich die, die in unserer jetzigen Gesellschaft, die sind die immer überall nach vorne klettern, ne? Weil unsere Gesellschaft und unser System so funktioniert, dass die, die sich egoistisch durchsetzen und alle Hebel in Bewegung setzen, natürlich auch die meisten, ja, die meisten Belohnungen im Belohnungssystem sozusagen ganz nach oben steigen. Das sind die, die eher getriggert werden, auch mal was zu machen und den Ehrgeiz entwickeln, nach oben zu treten sozusagen und dann sich durchzusetzen und Gewinner zu sein. Das ist ein Designproblem, dass unser System so ist, dass die blöden Arschlöcher die sind, die am Ende erfolgreich sind im System. Das ist ein Designproblem. Und natürlich wird in unserer Gesellschaft Erfolg generell über Geld quantisiert. Erst wenn jemand erfolgreich ist, jemand erst dann, wenn er viel Geld hat. Wenn er irgendwie es geschafft hat und sein Business voll krass und so. Und ja. Natürlich bedeutet das, das sind immer die Leute, die gute Miene zum bösen Spiel machen von Anfang an, ne? Und das sind alles die, die dann irgendwann sowieso überhaupt relevant sind in unserer Gesellschaft und in Entscheiderpositionen kommen und auf einmal Autorität haben, die sie eigentlich nicht haben dürften, weil es blöde Arschlöcher sind, aber die haben dann auf einmal Riesenauswirkungen auf den Rest der Gesellschaft. Und das ist ein Designproblem. Und ich möchte euch mal ein bisschen darüber reden, einfach ein bisschen darüber sprechen, was ich so glaube, was man machen könnte, ne? Also zumindest in der Theorie. Und meine Idee ist, grundsätzlich habe ich ja schon mal erklärt, Bildung ist das größte Problem, ne? Bildung fängt es an und mit Bildung hört es auf.
Meiner Meinung nach ist der Staat ja dazu da, dafür zu sorgen, dass die Leute genug mentale Kapazität haben, um sich bilden zu können, also um sich selbstständig sich Gedanken machen zu können, um dann Probleme zu lösen, ne? Und ich finde, und das kam in meinen vielen Unterhaltungen, die ich mit liberal eingestellten FDP-Menschen und anderen Kumpels auch habe, die so drauf sind, eigentlich finden die meisten das Konzept von Sozialdemokratie gar nicht so schlecht. Also starke Umverteilung und dann Solidaritätsprinzip, diese Umverteilung nutzen, um in Infrastruktur zu stecken und soziale, ja, Programme zu stützen, zum Beispiel Bildung für alle. Ja? Es geht nicht darum, so eine Art Wohlfahrtsstaat zu machen, dass jeder immer unendlich viel Kohle kriegt und alle kriegen alles geschenkt. Nee, es geht nur darum, dass man sozusagen wenigstens Chancengleichheit so gut wie möglich erzeugen kann. Ne? Also, dass auch Kinder aus armen Haushalten im Prinzip später an die Uni gehen können und erfolgreicher Raketenwissenschaftler werden können. Und ich weiß nicht, also je länger ich darüber nachdenke, desto klarer ist doch eigentlich, dass Demokratie als solche erstens nur funktioniert, wenn die Leute gebildet sind, ne? Das ist klar. Aber vor allem ist eine Demokratie ja eigentlich, zeichnet sich ja dadurch aus, dass Leute, die eine Autorität haben, sie auch rechtfertigen müssen. Sie müssen sich eigentlich vor der Mehrheit rechtfertigen, warum sie die Autorität haben, Entscheidungen für die Mehrheit zu treffen. So ist es ja eigentlich gedacht, ne? Aber das geht durch die Entfremdung und durch dieses kaputte System, in dem wir leben, also diese schlecht designte Situation, komplett flöten. Dieser Gedanke der Demokratie, der wird überhaupt, der passiert gar nicht. Dieser Kontrollzustand, der gibt es gar nicht, ne? Teil davon sind ja zum Beispiel auch die Medien, ja? Also der Journalismus sollte ja so eine Rolle auch spielen. Der sollte ja ein Riesenkritiker sein, ein Systemkritiker. Aber die stecken alle unter einer Decke wegen, ja, wegen Kapitalismus, wegen Machen, wegen Seilschaften und so. Und ja, das Ding ist, man muss sich klar machen, dass wenn Bildung unabhängig und besser wäre, ja, und ich rede jetzt hier, wie gesagt, nicht von Bildung, die auf einem Zettel steht, wie von wegen, ich kann alle Baumsorten im Schwarzwald auswendig und ich weiß, wie groß und wie alt die im Durchschnitt wären und was für eine Form die Blätter haben, ja. Das ist alles schön und gut, wenn man das weiß und da Bock drauf hat, aber das ist meiner Meinung nach nutzloses Wissen. Wissen ist generell völlig überbewertet. Es kommt auf die Verbindung an, die man mit dem Wissen hat. Wenn man Wissen zu neuen Erkenntnissen verknüpfen kann mit anderem Wissen, wenn man Wissen kombinieren kann, das ist Intelligenz. Und darum geht es mir. Das ist Bildung, meiner Meinung nach. Und ja, es ist doch klar, wenn genug Bildung da wäre, dann würde auch zum Beispiel in diesem freien Markt, in dem wir hier leben, oder wie auch immer wir das nennen wollen, ist natürlich kein perfekter freier Markt, aber in dieser Marktwirtschaft, in dem sozusagen die Nachfrage von dem Konsumenten, was Relevantes ist. Da würde so Schrott, der produziert wird in China und Schrott, der nicht nachhaltig produziert ist und Schrott, der vor allem schlecht für die Menschen selbst ist. Also ich rede auch von den ganzen toxischen Lebensmitteln, die man im Supermarkt kaufen kann und so. Das würde ja nicht mehr profitabel sein, weil Leute es nicht mehr kaufen würden, ne? Weil sie das wüssten. Ich meine, dieser Typ von Foodwatch, ich habe mal das Interview von Jung und Naiv gesehen, von dem Foodwatch-Menschen, der sich darüber aufregt, dass er 10 Jahre lang oder so daran arbeitet, die Lebensmittelampel einzuführen. Und der schafft es nicht, gegen den Lobbyismus vorzukommen in Brüssel. Er kriegt es einfach nicht hin. Ne? Er kriegt es nicht hin, das auf einem Produkt, was unendlich viel Zucker hat, draufzuschreiben, dass es einfach mal toxisch ist. Das schaffen die nicht. Und ja, das liegt einfach mal an unserem Schweinesystem. Außerdem, wenn das mit der Bildung klar gehen würde, dann hätten wir nicht mehr dieses Problem mit der Casualisierung, zumindest nicht mehr so stark, ne? Weil negatives Feedback erstmal nicht mehr so schlimm wäre. Greenwashing und wohlfühllinke Scheiße würde sich auch nicht mehr so gut verkaufen, ne? Es wäre sozusagen Bedarf nach echten linken Inhalten dann auch mal da. Ja, weil diese ganzen pseudo-linken Wähler und linken Leute, die du heute sozusagen im Mainstream triffst, die sind zufrieden mit den Grünen. Die sind zufrieden damit. Die sind vielleicht sogar zufrieden mit der SPD, das soll es ja geben. Das muss man sich mal reinziehen. Und ja, es ist ja auch so, dass wenn wir sowas hätten, ne, dann würden natürlich erstmal die ganzen Kapitalisten, die würden erstmal unendlich viel Geld verschwenden und Propaganda versuchen, noch das Ruder rumzureißen und die Leute zu überzeugen von ihrem Schwachsinn. Aber das würde natürlich nicht funktionieren, weil Bildung halt genau dagegen, das ist der Win. Ne? Bildung ist die Strategie, die dagegen gut gegen funktioniert. Weil diese ganze Verdummungstaktik, das ist das, was die Kirchen damals schon gemacht haben mit der Inquisition. Die haben einfach Scheiße gelabert, ne? Und haben ihre Machtstrukturen immer weiter ausgearbeitet. Und ja, im Wesentlichen würde das natürlich bedeuten, dass das, was ich als Mindless Consumer betitle,
kein mindless Consumer mehr ist. Ne? Er ist auf einmal ein Konsument, der bewusste Entscheidungen treffen kann, weil er informiert ist oder zumindest besser informiert als das, was wir heutzutage von informiert, wenn, was wir sagen, wenn jemand informiert sein soll, angeblich. Ne? Jemand ist heutzutage informiert, wenn er die Tagesschau guckt, nehme ich mal an. So würde die das betiteln. Und ich würde sagen, das reicht bei weitem nicht aus. Ne? Und es ist ja auch so, ich würde vermuten, dass wenn wir sowas kriegen würden wie 70% Sättigung von Bildung, also 70% Leute, die jetzt mal so einen Stand haben an Bildung, dass sie selbstständig klar denken können und mal irgendwie unterscheiden können, was ist totaler Schwachsinn, wo ist Clickbait, warum ist das eine nutzlose Diskussion, warum bin ich nicht daran interessiert, ob Pietro Lombardi irgendwelchen Attila Hildemann in den Arsch fickt oder so, das interessiert mich alles gar nicht. Versteht ihr? Ich bin gar nicht interessiert an den meisten Dingen, die so andere voll triggern und so, weil ich schon sehe, dass das Schwachsinn ist. Ja. Also, bestes Beispiel ist ja Falling Down. Ich habe ja ein englisches Video dazu gemacht, dass Falling Down sozusagen das perfekte Beispiel ist für Leute, für diesen Stand, dass der normale Mittelstandsmensch heutzutage nicht fähig ist, eine ordentliche Systemkritik zu artikulieren. Das kann heutzutage keiner mehr. Und auch Linke können das, viele Linke können das auch nicht. Bestes Beispiel, ich habe jetzt hier im Facebook ein paar Bilder gepostet, wie ich im Harz war mit meinem Mädchen, damit sie mal Schnee sieht. Und genau in der Woche waren diese News von wegen, ja, im Harz tummeln sich die ganzen scheiß Touristen und machen da Corona-Party und so. Und wir sind da lang gefahren, wir haben das gesehen, auf den Parkplätzen war alles voll, ne? Aber ich meine, ich bin ein Ossi, ich weiß, wo man im Harz lang geht. Man geht einfach in den Wald, ne? Man muss auch nicht auf diesen Massenparkplätzen parken. Man parkt einfach irgendwo am Straßenrand und geht in den Wald und dann hat man da Schnee. Und wir haben irgendwie 5 Leute zwischendurch mal gesehen, da mittendrin im Wald. Da war nix, ne? Aber natürlich, ich habe einen Typen gehabt in Facebook und das ist so ein armes Schwein, dem geht's wirklich schlecht. Und der ist jetzt seit über einem Jahr in diesem Lockdown-Modus drin und der ist völlig am Overcompensating zu allem, ja. Also der macht nur Overcompensating. Der ist deprimiert, weil es ihm scheiße geht. Und natürlich muss der sich auf diesen Ethos, auf diesen Work-Fetisch zu Hause zu bleiben und sich zu isolieren, also Raute besondere Helden, muss der sich voll einen drauf abwichsen, dass er auch mal einen moralischen Standpunkt eintreten und auf andere runterscheißen kann. Und was hat er gemacht? Der hat behauptet, ich bin ein scheiß Anarchist und dann hat er so ein Hashtag benutzt von wegen Anarchisten an die Wand. So nach dem Motto, ja, nach der Revolution knallen wir euch alle ab, so wie in der Sowjetunion. Und das ist jemand, der sich selbst als Antifaschist bezeichnet. Ne? Und ich nehme ihm das nicht übel, weil ich weiß, dass es, wie gesagt, ein armes Schwein ist. Er hat nicht die mentale Kapazität, da noch drüber zu stehen. Der ist komplett durch, der Mann. Und das trifft alle Leute, die jetzt durch Corona noch mehr im Arsch sind, als sowieso schon im Arsch sind. So viel zum Thema mentale Kapazität. Ne? Und wie gesagt, ich bin der Meinung, wenn wir eine Sättigung von Bildung hätten, sagen wir mal 70%, dann hätten wir so eine Art Herdenimmunität. Weil, was ist denn mit den ganzen Idioten, die nicht in der Sättigung werden, die nicht gebildet werden? Eine Menge von Idioten, und das weiß man noch aus der Schulzeit, die stehen auf Gruppenzwang. Wenn denen also von überall gesagt wird, weil 70% ist eine Menge, das ist Schwachsinn, das macht man lieber nicht, weil, komm mal klar, dann halten die sich da einfach dran. Einfach wegen Gruppenzwang. Und dann gibt es natürlich noch die richtigen Arschlöcher, die intelligent genug sind, aber blöde Arschlöcher und gerne ihre Agenda durchsetzen wollen. Aber die haben ein Riesenproblem in so einer demokratischen Struktur, wo sich Autoritäten rechtfertigen müssen. Die ja im Prinzip sehr, das ist ja ein anarchistischer Grundgedanke, ne? Dass Autorität, wenn es überhaupt Autoritäten gibt, die müssen sich rechtfertigen vor der Mehrheit, dass sie Autorität haben. Und natürlich können die sich dann super schlecht durchsetzen und es ist ja auch so, der durchschnittliche Mensch ist doch kein blödes Arschloch, ne? Der durchschnittliche Mensch, der will einfach nur in Ruhe chillen. Der will Harmonie. Das ist, was wir alle wollen. Wir wollen doch alle, dass unsere Kinder irgendwie ein schönes Leben haben und eine Welt, auf die sie sich freuen können. Aber aus irgendeinem Grund reicht diese Motivation nicht aus, weil permanent der normale, durchschnittliche Mensch davon abgelenkt wird, dass das Hauptziel ist, ne? Alle werden abgelenkt durch, oh, hat die schon wieder eine neue Schönheits-OP? Und ich habe gehört, die hat was getweetet von Trump und findet den gut, oh jetzt rege ich mich jetzt aber über die auf. Und immer sowas. Im großen und im kleinen Level passiert das permanent und alle sehen das große Ganze aus dem Auge, dass es eigentlich darum gehen sollte, irgendwie die Welt zu verbessern. Ne? Und ich meine das nicht naiv, ich meine das im Sinne von Hannah Arendts Naivität. Man sollte sich doch immer mal überlegen, was ist denn jetzt mal wirklich wichtig und was ist nicht wichtig. Ja?
Und ja, auf diesem Stand lebe ich zumindest. Ich versuche es und natürlich versuche ich das zu balancieren und dass es mir selber gut geht. Und was soll ich sagen? Mir geht es im Moment sehr gut. Mein Leben ist eigentlich ziemlich gut und auch Corona hat mir nicht geschadet. Und natürlich, bösartig werden Menschen ja auch erst dadurch, dass sie jahrelang diese nicht solidarische Gesellschaft sehen und die Entfremdung, die in ihrem Kindesalter wahrscheinlich schon angefangen hat, sich einfach hochkocht zu dem, zu der Persönlichkeit, die sie später werden. Ich finde generell, dass diese Ideologie von wegen, manche Menschen sind halt einfach böse, da kann man nichts machen, das ist halt genau der Trugschluss, der aus so einer entsolidarisierten und kapitalistischen Gesellschaft rauskommt, meiner Meinung nach. Es ist doch eigentlich immer so, dass wenn man eine Erklärung findet, warum jemand böse ist oder warum jemand irgendwas macht, das macht doch das Verzeihen und die Nachsicht viel einfacher. Einem kleinen Kind würde man doch auch verzeihen, wenn es irgendwie, selbst wenn ein Kind bockig ist und böse ist, weil es, sagen wir mal, Schlafmangel hat und schlecht drauf ist, dann wird man doch dem Kind eine böse Tat eher verzeihen, weil man verstehen kann, dass es das tut. Und so sehe ich das mit Erwachsenen teilweise auch. Das geht wieder zurück zu meinem Video zu freiem Willen, dass ich glaube, diese Ideologie, dass es diesen freien Willen gibt. Das ist immer korreliert mit den Leuten, die auch selber eigentlich Arschlöcher sind und deswegen auch keinen Bock mehr haben, darüber nachzudenken, warum andere vielleicht Arschlöcher sind und so. Das sind einfach Leute, die wurden vom System hart gemacht, ne? Die wurden einfach abgehärtet. Emotional auch abgehärtet. Und jetzt nochmal zu den 30% Arschlöchern aus dem sozialen Experiment. Die müssten eigentlich eine ganze Menge machen, um in einer echten Demokratie, also die, wo sozusagen Transparenz herrscht und Leute sich rechtfertigen müssen. Da müssten sie sich super anstrengen, um nach oben zu kommen, ne? Weil sie müssen ja die ganze Zeit so tun, als wären sie Teil der tollen Gesellschaft, wo alle so super krass unterwegs sind, ne? Und sie müssten übelst viel lügen und sich extrem anpassen. Und ich würde sogar vermuten, dass ein Bruchteil von diesen Arschlöchern dann sogar sich eventuell nochmal verändern, weil sie sich ja erstmal von ihrer eigenen toxischen Sache da entfremden, von ihrer eigenen Einstellung und durch Framing und Konditionierung eventuell sogar zu guten Menschen werden könnten. Weil das ist ja genau das Gegenteil davon, können wir ja bei uns in der Gesellschaft jetzt beobachten. Ne? Wir sehen ja hier Leute, die einen Arbeitsfetisch haben, werden auf einmal toxisch zu Leuten, die nicht arbeiten können oder zu Ausländern, die nicht arbeiten dürfen zum Beispiel. Flüchtlinge dürfen ja auch teilweise nicht arbeiten und so. Ne? Wenn man zu lange in diesem Arbeitsfetisch drin ist, so von wegen, ja, du sitzt hier nur rum. Ich malore mein halbes Leben für einen Hungerlohn und deswegen bin ich sauer auf Leute, die das nicht machen wollen. Das ist so dieser umgedrehte Arbeitsfetisch, der dann auch toxisch wird. Und das ist auch das Problem, das ist auch ein Teil ein Problem bei der Linken, gerade bei der alten DDR-Generation, die diesen Arbeitsfetisch voll gefressen haben, ne? Und andersrum ist natürlich auch diese Entfremdungspsychologie allgemein. Wenn man lange Dinge tut, die man eigentlich nicht will, dann ist irgendwann diese Entfremdung da und auf einmal wird man sozusagen, findet man das doch gut, ne? Und das ist sozusagen genau das Inverse von dem Ding, was ich in dem Kapitalismus-Parabel-Ritter-Video beschreibe. Dass selbst der CEO von Nestle oder Leute, die Gewinner im System sind, eigentlich entfremdet sind und eigentlich trotzdem genau das machen, was das System von ihnen will, selbst wenn sie davon überzeugt sind, dass es das Falsche ist. Sozusagen ein Stockholm-Syndrom. Der Kapitalismus nimmt alle in das Stockholm-Syndrom irgendwann auf. Und irgendwann denken sie, sie wollen das selber, ne? Das ist einfach Konditionierung, das ist ein pavlovscher Hund. Und ich denke, sobald solche Arschlöcher, die jetzt versuchen, in so einer Gesellschaft nach oben zu krabbeln, sobald die verkacken, gibt es natürlich Konsequenzen. Das ist nicht wie hier mit Andi und dem Mautskandal und so, ne? Das ist nicht wie hier. Da, Leute, da würden sozusagen die Konsequenzen direkt um die Ecke rum warten. Und heutzutage ist es natürlich so, dass Verantwortlichkeit super gut in der Bürokratie versteckt werden kann, ne? Wegen Peter-Prinzip. Aber ja, und ein paar solchen Gesetzen und diesen ganzen Schwachsinn, ne? Aber heutzutage es ist halt einfach so. Heutzutage ist es viel erfolgsversprechender, sich an sich selbst zu denken und das Egoismus-Spiel zu spielen und das Maximum aus der Gesellschaft rauszusaugen, anstatt mal solidarisch zu sein, ne? Also nochmal, unser System ist so designt, dass blöde Arschlöcher, die nur an sich denken, und die meisten Profite für sich selbst angreifen, natürlich auch am erfolgreichsten sind innerhalb des Systems. Und dann aber wiederum mehr Einfluss auf alle anderen haben, die das nicht tun. Das nenne ich ungerecht. Das ist ein schlechtes, ungerechtes Systemdesign. Und dann würden die Libertären vielleicht sagen, ja, selber schuld, sollten sie vielleicht selber machen. Ne? Aber das ist genau diese Überromantisierung von ja, Überleben des Stärkeren oder Überleben des Bestangepassteren, was diese Leute alle nicht haben wollen. Ne? Deswegen sage ich finde, das ist eine toxische Ideologie. Die verstehen gar nicht, wie Natur funktioniert und Evolution.
Das hat zumindest nichts mit menschlichen Werten zu tun. Und das müsste man entmystifizieren. Man müsste klar sagen, alle, die dieser Ideologie nachhängen, sind unmenschliche, dumme Arschlöcher. Das wird aber nicht gemacht. Ne? Liberale und Kapitalisten tarnen sich heute gerne noch als total moderate, liebe Typen, die irgendwie auch Kuchen mitbringen für die Oma und so. Ne? Das ist halt scheiße. Und ich denke, wenn man diese Sache mit der Bildung ernst nehmen würde und mehrere Generationen, das über Generationen vollführen würde, sagen wir mal 3, 4 Generationen, sagen wir mal 100 Jahre, dann hätten sich viele Artefakte, die man jetzt nicht rauskriegt aus den Leuten, ne, die hätten sich von alleine erledigt. Das muss auch klar sein. Wenn man das ernst genommen hätte mit der Bildung vor 40, 50 Jahren, wäre das jetzt ein besserer Platz hier in unserer Welt. Und also, ich rede ja nicht von überall, aber hier in Deutschland hätten wir die Möglichkeit gehabt. Ne? Wir haben diese Strukturen da. Bildung ist kostenlos hier im Wesentlichen. Oder wir hätten es auch so machen können wie Skandinavien und richtig krasse Umverteilung. Ne? Da ist viel besser. Bei denen geht es allen besser, auch den Reichen und den Armen. Ja? Weil die eine viel bessere Solidarität haben. Bei denen in der Gesellschaft drin, durch die hohen Steuern. Und natürlich, wenn man das generationenlang macht, dann würde man auch automatisch weniger Bürokratie und weniger Staat brauchen. Ne? Weil man weniger Kontrolle bräuchte. Das wäre alles weniger. Weil man muss sich doch klar machen, die Hauptprobleme, die wir heutzutage in unserer Gesellschaft haben, die werden verursacht durch Gier, durch Missverständnisse, durch Fehlinformationen, naja, und durch Ideologie selbst. Ne? Und dass das nicht klassifiziert wird, ab wann Ideologie anfängt. Und Friedrich Merz ist bestimmt so ein Idiot, der würde sagen, er hat keine Ideologie. Das ist mit all diesen neoliberalen Kapitalisten-Idioten so. So wie Jordan B. Peterson, der ja auch behauptet, er hat keine Ideologie. Dabei ist es der größte Volltrottel, den es überhaupt gibt. Der labert einen Haufen Scheiß über Christentum und generell hat er ganz wenig Ahnung außerhalb von seiner Psychologie-Bubble. Habe ich ein englisches Video auch drüber zugemacht, schon über den Typen. Und außerdem, Bildung führt natürlich dazu, dass weniger kognitive Dissonanz da ist, weil mehr mentale Kapazität da ist, ne? Und Leute wären einfach fähig, Dinge mal anzuerkennen, obwohl es gegen ihre Ideologie ist. Ne? Oder zumindest würden sie das akzeptieren, wenn sie feststellen müssten, okay, die Faktenlage ist so und so. Ne? Und außerdem denke ich, dass mit Bildung würden eher Leute in Entscheiderpositionen sitzen, die qualifiziert sind für ihren Job. Ne? Und da brauche ich gar nicht lange gucken, Frau Karliczek. Ne? So einen Schwachsinn würde es gar nicht geben wie Frau Karliczek. Die würde weiter irgendwelche bekackten Hotels managen und Kauffrau in Hotels sein. Das würde so sein. In einer Welt. Stellt euch mal vor, wie schön das wäre. Wenn Leute im Parlament sitzen würden und Minister wären für irgendwas und zuständig wären und einen Zuständigkeitsbereich hätten, wo sie auch noch Ahnung von dem hätten, was sie managen sollen. Aber nein, da ist die totale Entfremdung. Da sind nur Manager gefordert. Leute, die andere Projekte managen und Leute managen, die andere managen. Meta-Manager. So ein Scheiß. Das ist das, was in unserer Bürokratie abgeht. Und das ist einfach nur ein scheiß Witz. Und ja, deswegen ist es eigentlich sehr schade, ne? Ich denke, unser Systemdesign, so wie es mal gedacht war, mit der Sozialdemokratie, also mit der sozialen Marktwirtschaft, selbst wenn es immer noch viele Systemmakel hat, ist es erstmal kein schlechtes System. Insbesondere ist es besser als alles andere, was wir so beobachten können, ne? Abgesehen jetzt vom echten Anarchismus, der natürlich immer platt gemacht wird durch imperiale Interessen. Aber man muss sich klar machen, wir hätten hier die Gelegenheit, die Strukturen da, um Bildung zu erzeugen, flächendeckend. Und wenn jetzt einer kommt von wegen, ja, Geld ist nicht da, das ist Schwachsinn. Ne? Ich weiß nicht, 2020 habe ich mal in die Oxfam, in die letzte Oxfam-Statistik reingeguckt und da waren es halt, was weiß ich, die oberen 3000 Leute auf der Erde, die hatten so viel wie 60% der ganzen Welt oder so. Ja, also das ist hier sozusagen das Pyramidenschema, über das ich rede. Es geht nicht mal mehr um die oberen 1%, sondern es geht um die oberen 0,1 Promille oder so. Je weiter man nach oben kommt, desto perverser wird das mit der Verteilung. Und da ist genug Geld, ne? Das müsste man nur mal umverteilen. Und ihr müsst euch auch mal reinziehen. Das größte Kapitalistenland der Welt, ne? USA, die hatten mal einen Spitzensteuersatz von 75% oder so. Das wurde natürlich maximal durch Lobby über die Jahrzehnte hinweg bis zu 0% runtergedreht. Netto ist es jetzt so, dass Superreiche in den USA quasi gar keine Steuern mehr zahlen. Aber gut, das ist ein anderes Thema, ne? Ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass es sozusagen so, meiner Meinung nach, schon innerhalb unseres Systems möglich wäre, das System zu verbessern. Aber das wurde halt schon nicht gemacht, das wurde maximal versäumt, ne? Das heißt, diesen Schaden, der da angerichtet wird, den müssen wir ausbaden, zusammen mit dem anderen Schaden, der auch noch auf uns zukommt. Das heißt,
Wahrscheinlich werden wir diesen Sprung hin zu einer friedlichen Revolution, die einfach durch die Generationen von alleine passiert, ne? Hin zu einem besseren Konzept, der wird so nicht funktionieren. Wir werden vorher wahrscheinlich die großen Herausforderungen nicht innerhalb unseres Systems und mit unseren moralischen Standards vereinbaren können und meistern können. Wahrscheinlich enden wir in irgend so einer abgefuckten Dystopie. Früher oder später, ne? Und ja, wer sich mal interessiert für interessante Begriffe, der schaut mal bitte nach Nekrokapitalismus oder Nekrofuturismus. Oder vielleicht auch im Englischen Nekrokapitalismus und Nekrofuturismus. Das sind interessante Worte, da gibt es interessante Artikel, die im Wesentlichen auch darauf hindeuten, was ich hier eigentlich ausdrücken will, was das Problem mit Kapitalismus ist, zumindest auf meinem Kanal. Und vielleicht mache ich das auch nochmal explizit. Bye. Übrigens, der Kanal ist wie eine schöne Vorlesung aufgebaut. Wenn ich unten Videos verlinke, dann wäre es angebracht, sich die auch reinzuziehen, weil das aufeinander aufbaut. Bestimmte Begriffe werden definiert, viele Beispiele werden genannt. Und ja, ich denke mir schon was dabei, weil es sozusagen meinen eigenen Erkenntnisprozess abbildet, die Reihenfolge, in denen ich die Videos hier hochlade.